Herzlich willkommen. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie auf einfache und professionelle Art und Weise Wandbekleidung auf Vlies und Vinylwandbekleidung auf Vlies tapezieren können. Mit Wandbekleidung auf Vlies lässt sich einfach arbeiten, weil Sie den Kleister direkt auf die Wand anbringen können. Wir verwenden Rollen von 70 cm Breite. Lesen Sie zunächst die mitgelieferten Anweisungen. Kontrollieren Sie, ob alle Rollen dieselbe Referenz- und Herstellungsnummer haben. So sind Sie sicher, dass keine Farbabweichungen auftreten. Rollen Sie die Wandbekleidung ab und kontrollieren Sie, ob alles in Ordnung ist. Bevor Sie beginnen, muss die Wand sauber gemacht werden. Sie darf auch keine Unebenheiten aufweisen. Bestimmen Sie den Beginnpunkt. Beginnen Sie mit der zweiten Bahn ab der Ecke. Rechnen Sie hierfür die Breite der Wandbekleidung minus 2 cm, in dem Fall also 68 cm. Ziehen Sie an dieser Stelle eine vertikale Linie. Wir verwenden eine Wasserwaage. Sie können jedoch auch ein Senklot oder einen Laser verwenden. Messen Sie die Höhe der Wand. Rechnen Sie einige Zentimeter extra und schneiden Sie die nötigen Bahnen auf Länge. Markieren Sie jeweils die Unterseite der Bahn. Alle Bahnen müssen in derselben Richtung tapeziert werden, sofern nicht die Anweisungen etwas anderes festlegen. Öffnen Sie den Behälter mit dem Kleister und rühren Sie den Kleister gut durch. Gießen Sie den Kleister in den Eimer. Stellen Sie die Leiter und den Eimer mit dem Kleister an entsprechende Stelle. Bringen Sie den Kleister oben und unten bis zum Rand mit einer Bürste oder einem Quast an. Nehmen Sie die Mikrofaserrolle, um den Kleister auf der Wand anzubringen. Streichen Sie den Kleister etwas breiter aus, als die Bahn verläuft. Verteilen Sie den Kleister gleichmäßig und ausreichend dick auf der Wand. Rollen Sie die Bahn auf, mit der Rückseite nach außen. Die Markierung befindet sich an der Außenseite. Lassen Sie oben und unten ein Stück extra überstehen und bringen Sie die Bahn vorsichtig vertikal entlang der Lotlinie auf den Kleister. Drücken Sie die Wandbekleidung sanft mit dem Spatel und beseitigen Sie eventuelle Bläschen. Drücken Sie die Wandbekleidung oben und unten gut mit dem Spatel an. Setzen Sie das Stanley-Messer gegen den Spatel und schneiden Sie das überstehende Stück Wandbekleidung vorsichtig ab. Arbeiten Sie immer mit einem scharfen Messer. Verwenden Sie vorzugsweise für jeden Schnitt ein neues Stück des Stanley-Messers. Leimen Sie die Wand weiter bis in die Ecken ein. Verwenden Sie für die Ecke wieder die Bürste oder den Quast. Bringen Sie die zweite Bahn dicht gegen die erste Bahn an. Lassen Sie wiederum oben und unten ein Stück überstehen. Schieben Sie die Bahn so, dass diese genau richtig hängt und drücken Sie erneut alles mit dem Spatel an. Drücken Sie die Naht zwischen den beiden Bahnen mit einer Nahtrolle an. Schneiden Sie die überstehenden Stücke in der Ecke, am Fußboden und an der Decke ab. Wenn Sie mit abwaschbarer Wandbekleidung arbeiten, reiben Sie jede Bahn mit einem Schwamm mit reinem Wasser vollkommen sauber. Machen Sie zwischendurch auch die Decke und die Fußbodenleiste sauber. Leimen Sie die Wand weiter für die dritte Bahn und drücken Sie diese auf den Kleister. Prüfen Sie nach drei Bahnen, ob das Ergebnis gut ist. Machen Sie weiter, bis die ganze Wand tapeziert ist und gehen Sie bei der nächsten Ecke genauso vor wie bei der ersten. Ziehen Sie an der anderen Seite der Ecke erneut eine vertikale Linie. Tapezieren Sie diese Wand genauso wie oben angegeben. Sie können jetzt das ganze Zimmer fertigstellen. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Erfolg!